Es steht nun wieder an seinem angestammten Platz, das Ännchen von Tharau. Die Bronzefigur auf dem Simon-Dach-Brunnen war seit 1912 das Wahrzeichen der Stadt Memel und ist es jetzt, 44 Jahre nach der Zerstörung durch den Krieg, wieder. Memel ist eine der ältesten Städte Ostpreußens. 1252 vom Schwertbrüderorden gegründet, der schon 1237 Teil des Deutschen Ordens geworden war. Beide, Deutscher Orden und Schwertbrüder, missionierten im 13. Jahrhundert das Gebiet östlich der Weichsel bis hinauf nach Estland. Aus dieser Zeit findet man heute keine Spuren mehr in Memel. Im ehemaligen Handwerker-, später Judenviertel, dürften die wohl ältesten Gebäude stehen. Memel wurde im Laufe der Geschichte 7-mal zerstört und wieder aufgebaut. Nur wenige Fachwerkhäuser und Speicher in der Altstadt haben den letzten großen Brand von 1854 überstanden. Fast die Hälfte der Stadt wurde eingeäschert. Das passierte ausgerechnet zu einer Zeit, als Memel das große Geschäft mit dem russischen Export während der Blockade der russischen Häfen Libau, Riga und Petersburg im Krimkrieg machte. Memel war nie eine reiche Stadt. Es gab nur einige Patrizierhäuser, die sich sehen lassen konnten. Denn fast immer, wenn es wirtschaftlich aufwärts ging, passierte ein Unglück, suchten Krieg, Brand oder Epidemie die Stadt heim. Doch die Memeler ließen sich nicht entmutigen und bauten, wenn auch nicht unbedingt größer und schöner, das richtete sich nach den Finanzen, ihre Stadt wieder auf. Äußerlich unterscheidet sich Memel von den anderen deutschen Städten im Osten. Die typisch backsteingotischen Gebäude aus dem Mittelalter fehlen und die Kirchtürme. Im letzten Krieg wurden die Jakobus- und die Johanneskirche sowie die katholische und die reformierte Kirche zerstört. Keine von ihnen wurde wieder aufgebaut, obwohl die Ruinen der alten Gotteshäuser dies ohne großen Aufwand zugelassen hätten. Memel, die Hafenstadt am Kurischen Haff, war immer abhängig von der politischen Lage, zunächst im Ordensstaat, dann in Preußen und später im Deutschen Reich. Sie blieb immer eine Stadt ohne Hinterland, in ungünstiger geografischer Randlage. Die politische Befindlichkeit der Nachbarn wirkte sich hier grundsätzlich aus. Seit der Christianisierung der Kuren und Samen, beides baltische Völker wie die Prussen, durch den Deutschen Orden und die Schwertbrüder, gehörte Memel und das Memelland zum Ordensstaat, später zu Preußen. Das änderte sich erst nach dem Ersten Weltkrieg. Der Versailler Vertrag trennte das Memelland von Ostpreußen ab, ließ aber das künftige Schicksal des Gebietes noch offen. Die Unentschlossenheit der Alliierten nutzte das gerade selbstständig gewordene Litauen und marschierte 1923 ins Memelland ein. Das Memelland wurde litauisch, mit allen schlimmen Konsequenzen einer Besatzung. 1939 musste Litauen das Memelland an das Deutsche Reich zurückgeben. Der nächste Wechsel erfolgte 1945. Spurensuche in einem Land, das über 40 Jahre abgeschlossen, verriegelt war. Wer den Schlüssel seinerzeit fortgeworfen hat, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Entscheidend ist, wer den Schlüssel wiedergefunden und den Mut hatte, ihn auch zu benutzen. Gefunden haben diejenigen Litauer den Schlüssel zur Öffnung des Landes am Haff, die heute um ihre Freiheit, ihre Identität kämpfen. Ihre Eltern waren es, die vor Jahrzehnten, als Litauen frei und unabhängig war, den Memelländern den gleichen Kampf aufzwangen, den heute ihre Kinder erbittert führen. Ironie der Geschichte? Nein, es ist wohl eher die weit verbreitete Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Unsere Spurensuche beginnt in Nidden, dem bekanntesten Ort auf der kurischen Nehrung. Nidden war und ist ein Fischerdorf geblieben, wenn auch die meisten Menschen nicht mehr vom Fischfang leben. Ein Kurenwimpel dreht sich im Wind, sorgsam geschnitzt und traditionell bemalt, wie früher, als der Fischer unter vielen seinen Wimpel erkannte, wenn er im Morgengrauen hinaus aufs Haff fuhr. Ein einziger Kurenkahn tanzt auf den Wellen im Hafenbecken neben dem neuen Fähranleger. Viele der alten Fischerhäuser direkt am Haff sehen aus wie eh und je, sind aber in der Zwischenzeit renoviert und modernisiert. Der Mangel an Material und Geld hat sich hier positiv ausgewirkt, sieht man von den Sorgen und Problemen der neuen Besitzer ab, die sicher oft nicht wussten, womit sie das Dach neu decken, woher sie die Farbe für den dringend notwendigen Außenanstrich bekommen sollten. Der Niddener Leuchtturm,
für die Kurenfischer einst vertrautes Licht und Orientierung, dient heute bei schlechter Sicht den Sportseglern. Während unserer Zeit in Nitten ließ es sich nicht ausmachen, warum einige Kurenkähne wieder funktionsfähig gemacht werden. Die meisten zugezogenen Litauer hier auf der Nehrung sind mit den Besonderheiten des Haffischfangs nicht vertraut. Liebevoll gepflegt die Häuschen. Prägt der Mensch seine Umgebung oder die Umgebung den Menschen? Die Neunidener sind vor Jahrzehnten aus dem Binnenland hierher gekommen. Offensichtlich haben sie eine enge Beziehung zu ihrer neuen Heimat gefunden. Im Sommer kommen nach wie vor Feriengäste nach Nidden. Viele wohnen privat, inzwischen gibt es aber auch staatliche Heime und Ferienhäuschen. Wenn die Versorgungslage nicht so schlecht wäre, selbst in den Fischerorten gibt es keinen frischen Fisch zu kaufen, könnten mehr Einheimische ihr bescheidenes Einkommen aufbessern. Wer bewusst nach Nidden fährt, hat gewisse Vorstellungen von dem Ort und die dürften durch alte Fotos oder durch die Erinnerung geprägt sein. Wir waren überzeugt, es gibt sie noch, die zum Trocknen aufgehängten Netze und Reusen, die Frauen, die vor den Häusern die Fische zum Räuchern ausnehmen, die Fischer, die Pfeife rauchend die Netze flicken. Wir haben all dies nicht gefunden. Es war schon schwierig, alte Niddener wie Maria Karis aufzuspüren. Ja, sagen Sie, und von Ihrem Dorf hier, von Nidden, hat sich doch sehr viel verändert, nicht? Es ist viel anders geworden. Nicht? Nur ich werde was sagen, das hat nicht der Russe gemacht, das hat alles Litauen. Litauen hat selbst die ganze. Hier sind doch noch drei Dörfer. Mhm. Oh, wenn Sie nach der Königsberger Seite kommen, da sehen Sie ganz was anderes als hier. Ja. Hier ist schon, vielleicht weil es auch schon früher war, ein, wie soll ich sagen, deutsche Wirtschaft. Nachher kamen auch schon die Litauer, das war 1949, kamen sie von Deutschland wieder zurück in Nidden. Ne? Es waren so ungefähr etliche waren hier. Aber dann kamen mehrere Familien zurück. Es war kein Leben. Die ließen nicht mehr die Fische fischen. Tonnenweise wurden Fische gebracht. Ja, nachher blieben die alleine. Und Litauer sind auch keine großen Fische. Die haben ja doch nur die Flüsse. Ja. Und hier das breite Haff und die See. Ja, die Ostsee. Die konnten das nicht, nie gelernt. Nein, die konnten das nur. Sagen Sie, und wie viele deutsche Familien gibt es noch hier? Also deutscher Herkunft? Nur, es sind noch eins, zwei, drei. Drei nicht bei der vierten. Nur noch vier Familien? Nur so fünf, sechs Familien. Vielleicht so, gleich komme ich auch nicht darauf. Aber es sind die so schon. Soll ich sagen, 30, 33 geboren sind, von denen sind welche. Der Angelin ist noch da. Nur hier ist eine Dolmetscherin, die mit den deutschen Leuten zusammengeht. Die Dolmetscher, wenn sie nicht mehr weiter weiß, was sie zu sagen hat, dann kommt sie ans Telefon oder sieht mich da irgendwo im Balkon zu gucken. Und das hier sind so die typischen deutschen Fischerhäuser von damals. Ja, das sind die deutschen Fischerhäuser. Sind sie auch eine Seite mit Veranda auf die andere Seite. Vieles ist ja schon weg. Hat man das weggerissen oder wo sind die ganzen Häuser geblieben? Verfault. Alte Häuser. Und wenn sie schon ganz schlecht waren, aber beinahe alle am Hafenstrand, wenn sie den ganzen Hafenstrand sehen, die Häuser sind meistens alle schon durchgebaut, alle sind schon neu. Hier unten, wo die zum Essen, Escherina, da ist, da auch der ganze Viertel. Es ist den Litauern gelungen, Nidden zumindest teilweise sein bekanntes Gesicht zu erhalten. Der alte Friedhof an der Kirche ist mittlerweile aufgelassen. Maria Karis begleitet uns dorthin. Sie erzählt hier von den Feindseligkeiten und Spannungen zwischen Deutschen und Litauern in den ersten Nachkriegsjahren. Eine Folge waren zerstörte Gräber, gestohlene Grabsteine. Maria hat in diesem Sommer oft Fragen von Angehörigen der hier Beigesetzten nach dem Verbleib der Grabstätten beantworten müssen. Manchmal konnte sie nicht helfen. Von den bekannten Familien auf der Nehrung wie Lautzenings oder Rettweig finden wir nur einen Namen, den der Familie Sakut, obwohl in Nitten Dutzende beerdigt sind.
Maria Karres weist uns auf ein Massengrab am Rande des Friedhofs hin. Hier sind ungefähr 20 Soldaten, die ihre schweren Verwundungen nicht überlebt haben, in den letzten Kriegstagen beigesetzt. Niemand kennt ihre Namen. Nidden und die unberührte Landschaft der kurischen Nehrung zogen nicht nur Feriengäste an. Bereits um die Jahrhundertwende kamen die ersten Künstler. Der Maler Ernst Bischof Kulm gründete die Niddner Künstlerkolonie. Das Haus von Thomas Mann erinnert auch an die anderen großen Namen, die mit Nidden verbunden sind. Hermann Sudermann, Ernst Wiechert, Agnes Miegel und die Maler Max Pechstein, Lovis Corinth, Ernst Mollenhauer und Karl Eulenstein. Warum kamen Jahr für Jahr so viele bekannte Künstler ausgerechnet auf die kurische Nehrung? Eindrucksvolle Landschaften gab es überall in Deutschland. Vielleicht kommen wir mit Alexander von Humboldt der Frage näher. Nach seiner ersten Reise über die Nehrung schrieb er: Man muss sie gesehen haben, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll. Vom Parniderberg ist der Blick am schönsten. Die Menschen haben die Wanderdünen im Laufe von Generationen gebändigt, die Ursprünglichkeit der Natur aber nicht angetastet. Im Süden, hinter der Düne, liegen die Dörfer Pilkoppen, Rossitten und Zarkau, Orte nicht weit von hier. Dazwischen aber die russisch-litauische Grenze, die vor allem für Deutsche gesperrt ist. Dennoch wollen wir versuchen, so weit wie möglich auf der alten Poststraße von Memel nach Königsberg in Richtung Süden zu fahren. An manchen Stellen führt die Straße direkt am Haff entlang. Der Kahn dümpelt schon auf russischem Gebiet und der Fischereikolchos, zu dem die Netze hier gehören, liegt auch schon weit hinter der Grenze. Endlich haben wir die zum Trocknen aufgehängten Netze und Reusen gefunden, die in unserer Vorstellung eigentlich in Nidden hätten sein sollen. Weit und breit kein Mensch zu sehen. Vielleicht unser Glück. Auf dem Weg gab es ein paar Hinweisschilder zu Ortschaften, deren Namen wir nicht kannten. Sind wir schon an Pilkoppen vorbei? Wir wissen es nicht. Wie mag der See heißen? Wir finden ihn auch später auf keiner Karte. Unser Ausflug in ein verbotenes Land ist ein paar Kilometer von hier zu Ende. Schlagbaum, Grenzsoldaten. Zwischen Süderspitz am Haffausgang und dem ehemaligen Sandkrug haben die Litauer einige typische alte Kurenhäuser in den Dünen wieder aufgebaut. Ursprünglich sollte es ein richtiges Museumsdorf werden, aber so weit ist es noch nicht. Beim Kurenfischer war auf der Diele Platz für die Netze. Dahinter zwei Schlafkammern, die nicht geheizt werden mussten. Die übrigen Räumlichkeiten lagen um den zentralen Kamin. Wenn gekocht wurde, erwärmte sich gleichzeitig die Diele und auf der Rückseite die gute Stube, deren Kaminanteil zumeist hübsch gekachelt war. Die Fischerhäuser waren bescheiden, aber gut durchdacht und gemütlich. Das kurische Bauernhaus war ähnlich gebaut. Doch es hatte zusätzlich einen Erdkeller neben dem Wohngebäude. Dort wurde im Winter eingekellert, was die kleine Landwirtschaft abwarf. Viel besser ging es den Bauern auf der anderen Seite des Haffs.
Hier sind die Höfe größer und meist schon aus Stein gebaut. Auf unserer Spurensuche im Memelland treffen wir Maria Gelschus. Sie lebt seit dem Tod ihres Mannes ganz allein auf dem Hof. Trotz ihrer 80 Jahre versorgt sie das Federvieh und den Haushalt allein. Von Zeit zu Zeit schaut der Schwager vorbei, hilft ein wenig und bringt selbst gefangenen Fisch mit. Am Wochenende kommt die Tochter mit ihrer Familie, um den großen Bauerngarten zu bearbeiten. Maria hat die litauischen Nachbarn nicht besonders ins Herz geschlossen. Die Zeit der Besatzung hat sie als junges Mädchen erlebt und später als Bäuerin die Nachkriegszeit. Sie sind eine richtige Memeländerin. Ja, ja. Aus einer richtigen memeländischen Familie. Ja, ja, noch, noch. Wenn Sie sich so an Ihre Kindheit erinnern, an Ihre Jugend, wie war das eigentlich hier so damals? Ach, war nicht schlecht. War nicht schlecht. War prima. Weißt, wenn du jung bist. Ja. Man ist doch lustig auf alles. Ach, hier wurden die Jungen, die waren von meinem Mann, seine Brüder, die waren mit dem Fußball, haben sie viel. Jeden Abend, da war viel Jugend. Heutzutage ist kein Mensch nicht mehr. Die Leute aber meistens, unsere hiesigen Menschen, sehr, sehr wenig. Sind da noch wenig Deutsche hier? Wenig, wenig. Und auch die, wo Memländer, diese, wo jünger waren, die verstehen auch wenig Deutsch schon. Unter den Litauern und Russen und was. Was willst du noch mehr? Meine Kinder, die verstehen beide. Die, wo in Memel ist, die versteht perfekt. Die war jetzt im Westen. Ja. Kam erst vor ein paar Wochen. War auf mehr wie Monat war sie dort. Und hat sie gefallen? Wie ihr. Ja? Sie war schon zum zweiten Mal. Ah, ja. Aber Sie noch nicht. Ist nicht der Reden. Ich. Ja. Ich bin auch gewesen. Ja. Oh, ich bin gewesen vor 20 Jahren schon. Ah. Ja, ja, vor 20 Jahren. Mindestens schon 20 Jahre. Haben Sie Verwandte? In Wunsdorf. Ah, Schwester. Ja. Auch Bruder. In Wunsdorf wohnt. Wann sind die weggegangen? Über dem Krieg. Okay. Über dem Krieg. Sie sind hier geblieben? Nur Sie, wir sind hier geblieben. Weil Sie so schönen Hof haben? Wir waren damals auch, mit der Fischerei war es sehr gut, war nicht schlecht. Und so blieb mein Mann mal eingezogen. Ah, ja. Er war auch beim Militär, beim deutschen Militär war er. Und er kam 45 zurück im Dezember. Schon 15. Dezember kam er zurück. Er wurde, Selbstsucht hatte ich. Dort bekommen nicht. Und durch die Krankheit kam er hier. Und sonst hat er in Russland verschleppt. Ja, nur durch die Krankheit kam er hier. Ja. Und hier, wie wir ankamen nach dem Krieg, da war kein Tier, kein Fenster, kein gar nichts mehr. Alles kaputt? Alles kaputt. Wer hat denn das kaputt gemacht? Wer hatte das kaputt gemacht? Litauer, Jamaiken. Litauer, meistens Litauer. Haben alles aus ihrer Arbeit. Alles aus ihrer Arbeit. Fand es nichts mehr. Da ging mein Mann wieder zurückkam. Ich war in Drawenen. Ich war auch in Ostpreußen. Geflüchtet. Ja. Nicht weit von Allenstein. 25 Kilometer vor Allenstein. Da weiß ich ganz gut. Und da kam ich mit die zwei Marjellens zu Fuß. Von dort mit kleinem Handwagen. Das war auch große Sache. Ja. Hier war alles kaputt, kein Fenster, kein Tier, gar nichts. Man konnte gar nichts anfangen, ich mit den zwei Kindern. Und wie mein Mann kam, der ging nach dem bei allen Nachbarn, haben sich Fensterscheiben vorgesucht, so halb und halb. Nicht? Dann hat er sich ein bisschen reveniert, dann hat er mir geholt. Und hat es irgendwelche Probleme danach gegeben, nach dem Krieg? Mit den, hier waren ja auch Russen und Litauer und Deutsche. Ja, ja, das war, war. Die Litauer, hier wurde so als Schießzone ernannt, nicht? Wir müssten raus, im Frühjahr, wir müssten raus. Im Winter waren wir hier und im Frühjahr müssten wir raus. Aber wir haben uns gestritten, gekämpft, so blieben wir auch. Auch heute noch.
Manche Russen waren auch ganz verrückt und manche waren auch sehr gut. Ja. Na ja, ich meine, ja. Die Menschen sind unterschiedlich. Unterschiedlich, ja, und sehr unterschiedlich. Ja, einmal habe ich gesagt, auch sagte ich, der eine Offizier sagte, ich kann noch bleiben, wir können noch bleiben, nicht? Ja, ja. Andere kam raus. Und wir haben nach dem gesagt, der und der kam und hat gesagt, wir können noch bleiben. Und so blieb es auch. Ja, und wenn wir hätten ein bisschen Angst gehabt, ich war ein bisschen gräsiger. Mein Mann war leichter. Heute hat Maria Geldschuss andere Sorgen. Wie lange kann sie sich noch um den Hof kümmern, von dem die Familien ihrer Töchter immer abhängiger werden, je schlechter die Versorgungslage wird? Nicht weit von Marias Hof arbeitet ein Fischereikolchoss im ehemaligen Dravönen. Der Fang sei immer noch recht gut, meint Fischer Ardomait. Der Kolchoss beliefert eine Fabrik in Memel. Vielleicht erklärt das die Tatsache, dass wir im gesamten Memelland nirgendwo frischen Fisch gesehen haben. Bei Dravönen führt ein Nebenarm des König-Wilhelm-Kanals ins Kurische Haff. Kurz vor der Mündung lassen wir uns absetzen. Wieder ein kleines Paradies. Stiller und nicht so elementar wie gegenüber auf der Nehrung, aber ebenso beeindruckend. Sonntagvormittag in Heidekrug. Hier finden wir die einzige Kirche des Memellandes, in der noch regelmäßig evangelischer Gottesdienst abgehalten wird. Ein feste Burg ist unser Gott, steht über dem Eingang seit 1926, als die Kirche eingeweiht wurde. In Schilute, wie Heidekrug heute heißt, gibt es kaum noch Deutsche. Zusammen mit ein paar litauischen Protestanten bilden sie eine kleine, treue Gemeinde. Pastor Ernst Ruger hält die Predigt in Litauisch, damit ihn alle verstehen können. Uns fällt auf, dass in diesem Gottesdienst kein Lutherchoral gesungen wird und auch der Ritus ganz anders ist als bei uns. Die Memelländer sind nach 1525 mit ihrem ersten Herzog, Albrecht von Brandenburg, Protestanten geworden, so wie die meisten Litauer, die während der Ordenszeit eingewandert waren. Martin Luther wünschte, dass den Gläubigen Gottes Wort in ihrer Muttersprache verkündet wurde, also lernten die Pastoren Litauisch und die ersten litauischen Schriften mussten verfasst werden. Die religiöse Toleranz in Preußen verhinderte eine Assimilierung der eingewanderten Litauer. Preußen hat sich sein Litauer-Problem selbst zuzuschreiben. Die deutschen Gläubigen hier haben schon sehr lange keinen Gottesdienst in ihrer Muttersprache erlebt. Nur hin und wieder ein paar deutsche Worte. Immerhin hat die Toleranz der Litauer so weit gereicht, dass man den Protestanten ihre Kirche gelassen hat. Pastor Roger tauft heute 4 neue Gemeindemitglieder. Das ist sehr selten im weitgehend katholisch gewordenen Memelland. Ernst Roger ist gebürtiger Heidekruger und hat nie daran gedacht, so wie sein Vorgänger, Gemeinde und Heimatstadt im Stich zu lassen. Herr Pastor,
Ihre Gemeinde ist im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Naja, sie wurde kleiner, besonders in den Jahren von 58 bis 60. Da siedelten viele über. Nun, die wir jetzt hier sind, das sind ja noch auch evangelisch-litauische. Wir sind schon vielleicht so eine Gruppe, die wir schon so sind, nicht? Mhm. Viel kleiner wird sie nicht mehr werden. Also es sind jetzt ungefähr 300. Naja, mit allen, mit Kindern, mit der ganzen, das sind ja noch die ganzen anderen Gemeinden, legen sich ja zu. Mhm. Evangelische sind ja in den Dörfern nur mit eins und zu etlichen hier immer. Aber dieses Gotteshaus, diese Lutherkirche war immer und blieb immer eine Lutherkirche. Ja, sie war immer und blieb und da wurde immer evangelischer Gottesdienst gehalten. Mhm. Und wie lange betreuen Sie jetzt schon die Gemeinde? Ich betreue hier die Gemeinde von 1982, aber ich hatte früher drei Landgemeinden. Ich wohnte hier in Schelutte, Heidekruch und da waren zwei andere Pfarrer. Aber dann sagte der Bischof, du wohnst hier und du musst jetzt auch hier die Gemeinde betreuen. Wie ist denn das Verhältnis hier der evangelischen Kirche zu der doch starken katholischen Kirche in Litauen? Wir müssen sagen, unser Verhältnis, es wurde nicht belastet, nicht von den Katholischen. Wir haben unsere Gottesdienste gehabt und das hat uns niemand belastet. Mhm. Aber materiell, ich meine, kriegen Sie eine Unterstützung oder wie ist das materiell, finanziell? Nur finanziell, nach den staatlichen Gesetzen ist es ja, dass die Kirche sich selbst erhält durch Spenden, dass keine Kirchensteuer brauchen gezahlt werden und sie erhält sich selbst, auch ihren Pastor. Nur jede, die evangelische Kirche erhält sich selbst, auch die katholische Kirche erhält sich selbst. Nicht so. Nun, jetzt bekommen wir ja auch noch Spenden ab und zu. Mhm. Und Sie bekommen auch häufiger mal Besuch? Auch viele mal Besuch, ja. Mhm. Jetzt besonders. Mhm. Ihre Gemeinde besteht aus den deutschen Memeländern und den litauischen Protestanten? Litauischen Protestanten, den litauischen Evangelischen. Mhm. Und außer Heidekrug, wo gibt es noch größere Gemeinden? Und größere Gemeinden, die größte evangelische, lutherische Gemeinde oder Kirche, wie man sagen, ist Tauroggen. Mhm. Dort ist auch der Bischof sitzt, da wohnt auch der Bischof. Dort sind ungefähr 3000 Mitglieder, das ist die größte in Litauen. Mhm. Und in Memel, Klaipeda, gibt es noch evangelische Kirche. Es sind noch kleine Landgemeinden, die sind aber klein. Wir haben die großen Kirchen, die großen Gebäude, aber die Gemeinden sind klein. Und was meinen Sie, wie wird das weitergehen? Noch, wir haben die Hoffnung nicht. Wir machen Kindergottesdienst? Jetzt haben wir Kindergottesdienst und nun, wir haben ja erfahren, dass, wie der Heiland gesagt hat, dass die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen, nicht überwinden, nicht? Und nun, besonders jetzt sind ja große Hoffnungen. Wir können ja alles frei tun und niemand wird zurückgehalten oder jeder kann kommen, jeder kann glauben und es wird niemand belastet wegen seines Glaubens. Noch umgekehrt, die Menschen werden noch angeregt, auch die Jugend, auch ich wurde verlangt, ich sollte jetzt auch in der Schule kommen in der Woche einmal. Mhm. Das sind jetzt ganz, die Verhältnisse haben sich total geändert. Im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen möchte man eigentlich auch, dass die Kirchen wieder eine Aufgabe übernehmen, die moralischen und ethischen Defizite wieder auszugleichen. Das heißt, das ist eine große Aufgabe für die Kirche. Eine große Aufgabe, aber auch nicht nur, wie ich höre, nicht nur hier so in, oder bei uns in Litauen oder so, sondern überall so in ganz Russland möchte man das schon. Mhm. Und was sagen Sie dazu? Freuen Sie sich darüber? Naja, was soll man, wir freuen uns nicht, dass wir frei wirken können, frei zum Heiland einladen können und das, wie früher haben wir es ja auch getan, aber es war dann doch immer wie ein bisschen noch beschränkt, aber jetzt ist alles frei, nicht? Am Nachmittag fahren wir nach Tilsit. Die alte Reichsstraße säumen Alleebäume wie früher. An der Königin-Luise-Brücke die bange Frage, Schlagbaum, Grenzkontrolle. Wir haben kein Visum für das russische Gebiet jenseits der Memel und hätten mit Sicherheit auch keines bekommen. Mit klopfendem Herzen fahren wir langsam über die Brücke. Am anderen Ufer das barocke Portal der Luisenbrücke, ein Wahrzeichen der Stadt Tilsit. Mich wundert, dass man es nicht abgerissen hat, so wie fast alles, was an Preußen erinnert. Tilsit heißt heute Sowjetsk und fast ist man versucht zu sagen, zu Recht. Auf dem Schenkendorfplatz hat Lenin den Sänger der Befreiungskriege, Max von Schenkendorf, verdrängt. Der gebürtige Tilsiter hat unter anderem das Lied »Freiheit, die ich meine« geschrieben. Dafür ehrte ihn seine Heimatstadt mit einem Denkmal, an dessen Stelle nun Lenin auf das hohe Tor und die hohe Straße blickt.
Tilsit, die Stadt, die durch den Zuzug der Salzburger Protestanten einen Hauch von süddeutscher Architektur bekam und damit gefälliger, weniger streng wirkte, sieht trostlos aus. Rund um den Schenkendorfplatz bröckeln die Fassaden der einst gepflegten Bürgerhäuser, mühsam mit Farbe überdeckt. Wir sind illegal in Tilsit, deshalb können wir nicht genauer hinsehen. Aber diese Hinterhöfe sprechen für sich. Wir hätten gern in den Randbezirken gedreht. Da sieht es noch schlimmer aus, weil man dort keine Farbe für die Fassaden hatte. Aber dort gibt es viele Kasernen und wir wären noch mehr aufgefallen. Tilsit ist eine Garnisonsstadt. Wir verlassen schleunigst wieder die Stadt, deren einzig vertrauter Anblick die Luisenbrücke ist. Auf dem Weg nach Heidekrug wollen wir einen Abstecher in die Moorkolonie Bismarck machen und Walter, den letzten Deutschen dort, besuchen. Er kommt uns aber schon mit seinem Motorrad entgegen. Ein Nachbar hat ihn um Hilfe gebeten. Also begleiten wir Walter zu seinem preußisch-litauischen Bekannten. Preußisch-litauisch, so nannten sich früher diejenigen Litauer, die sich den Memelländern zugehörig fühlten und auch Deutsch sprachen. Der Hof wirkt schon von Weitem nicht sehr gepflegt. Später erfahren wir den Grund. Der Bauer hat Probleme mit der Kartoffelernte. In diesem Jahr hat er eine frühere Sorte gepflanzt und sein Schwiegersohn wird im Betrieb nicht freigestellt. Er selbst kann wegen seiner Körperbehinderung die Kartoffeln nicht einbringen. Ob Walter helfen kann? Die kleinen Privatbauern haben es in Litauen nicht leicht. Keine Maschinen und schon gar keine Erntehelfer. Das Memelland war schon von jeher ein Agrarland. Neben dem Ackerbau züchtete man ausgezeichnetes Milchvieh. Nach 1945 wurde auch das Memelland zwangskollektiviert. Die meisten deutschen Bauern waren mit ihren Familien geflohen. So ließen sich die Kolchosen leicht einführen. In Pröckholz, einem großen Dorf südlich von Memel, entstand ein Molkereikolchos. Die Milch- und Fleischproduktion sank prompt auf den Stand von vor dem Ersten Weltkrieg und wurde auch nicht wesentlich aufgeholt. Im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen Litauens von der Sowjetunion sollen die Kolchosen aufgelöst und in privaten Besitz aufgeteilt werden. In der gegenwärtig miserablen Versorgungslage, auch das Memelland muss als Teil Litauens einen erheblichen Prozentsatz seiner Produkte abliefern, wäre die Privatisierung zumindest mittelfristig eine Lösung. Vorläufig geht es den Menschen hier auf dem Lande noch besser als in weiten Bereichen der übrigen Sowjetunion. Nach der Wirtschaftsblockade Moskaus gegen Litauen als Folge der Unabhängigkeitserklärung wird die Politik aus der Hauptstadt Wilna heftig diskutiert. Die meisten verstehen sie hier nicht. Auch das Ehepaar Skraps weiß nicht so recht, was es davon halten soll. Na doch, das wäre besser, ich glaube. Wir haben noch Angst. Wir meinen, Litauen ist zu klein. Aber alle Leute sagen wieder, wenn Schweiz, so kleine Stadt, sich alleine ernähren kann, nicht wahr? Mhm. Nicht Stadt, aber ein Land, ja, ein kleines Land, sich so gut ernähren kann. Dann vielleicht könnte auch Litauen. Ja, Holland ist auch ein kleines Land. Ja, zum Beispiel. Und außerdem, ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit. Nein, und ganz Russland kann auch Litauen bestimmt nicht ernähren. Also dann wäre es doch besser, wenn es unabhängig ist. Ich war ja jetzt in Moskau 10 Tage.
Erst dachte ich bestimmt, was denken die Litauen, sie wollen selbstständig werden, was denken sie bloß? Aber bei uns war gerade die Blockade hier. Mhm. Aber ich war in Moskau und bekam ich nicht mal, ich wollte so 500 Gramm Bonbons kaufen. Und sie verlangte mich, ob ich einen Pass habe. Ich sage, ja, ich habe einen Reisepass. Mhm. Dann guckt sie mich an, sagt, ja, ist das in Moskau registriert? Nein, und ich bekam nicht mal die Bonbons. Ich sage, gut, jetzt fahre ich nach Deutschland und ich sage, dass ich nicht mal zu essen in Moskau bekam. Und dort war keine Blockade, Herr Mann. Und so schlimm alles. Strümpfe, meine Dinge kaputt. Und dann bin ich 10 Tage barfuß gelaufen. Du bekommst keine Strümpfe, nichts. Und wenn Moskau schon so schlecht ist, ich meine, dann muss schon Litauen, bestimmt Litauen, eher selbstständig werden, wenn ich meine. Schlechter wird es nicht sein. Ich meine, so schlechter wird es nicht sein, wenn man selbstständig wird. Ja, würden Sie denn hier bleiben, wenn Litauen selbstständig wird? Und mir ist egal, ob Litauen oder Russland. Wenn wir Lebensmittel genügend hätten, ich bleibe hier. Und Ihre Kinder, Ihre Söhne? Ja, das ist unser Land. Wir sind hier geboren. Warum sollen wir? Es ist schwer. Bestimmt, ja. Es ist schwer auszuziehen. So. Und die Kinder, der Martin wollte sehr, aber als wir 6 Wochen waren in Deutschland, haben wir gesagt, ja, es zieht schon nach der Heimat. So. Ja, aber ich meine, vielleicht braucht das unabhängige Litauen ja solche Menschen wie ihren Sohn, dass er helfen kann, ein Land aufzubauen. Aber Memeland braucht doch uns. Ja. Wir sind kein Memeland ohne Memeländer. Sind Sie Memeländerin oder sind Sie Deutsche? Ich meine Memeländer. Wir sind Memeländer. Also Sie sind eine deutsche Memeländerin? Deutsch-Memeländer, ja, Deutsch-Memeländer. Preußen nicht, weil wir wurden jetzt ja registriert alle. Und haben sie gefragt, ob Litauer oder so. Ich habe gesagt, Preußen. Wir sind Preußen. Ich sage, und falls Sie nicht schreiben können, Preußen, dann schreiben Sie Deutsch. Aber Litauer sind wir nicht. Memeland ist was anderes. Ja. Das Memeland ist wirklich anders. Das haben wir auf unserer Reise immer wieder gesehen. Im Gegensatz zum ostpreußischen Gebiet südlich der Memel ist hier die Kulturlandschaft intakt. Der König-Wilhelm-Kanal ist nach wie vor schiffbar. Die Moordrainagen werden gepflegt. Das Land ist überall bebaut. Zwar hat man hier unwillkürlich den Eindruck, die Zeit sei stehen geblieben, aber das muss ja kein Nachteil sein. Der König-Wilhelm-Kanal war einst der Stolz der Memelländer. Er wurde 1873 eingeweiht und verbindet das Memel-Delta mit der Stadt Memel. Man wollte für Flöße und Binnenschiffe die Strecke über das offene Haff vermeiden, das in der Windenburger Ecke recht gefährlich ist. In Schmelz, einem Memeler Stadtteil, mündet der Kanal unmittelbar am neuen Hafen ins Kurische Haff. Die Stadt hat ebenso wenig ihr deutsches Gesicht verloren wie das übrige Memelland. Daran ändert auch der litauische Name Klaipeda nichts. Sicher vermissen alte Memeler vertraute Gebäude, finden sich außerhalb der Altstadt nicht mehr zurecht. Aber schließlich hat der Krieg fast die Hälfte der Stadt und der Hafenanlagen zerstört. Memel liegt nicht am gleichnamigen Fluss, sondern an der Dange oder Danje, wie die alten Memeler sagen. An ihrer Mündung war vor dem Krieg der Hafen und zog sich bis in die Stadt. Hier gibt es noch Backsteinspeicher. Schaut man genauer hin, kann man noch den Hinweis auf den Raiffeisenverein lesen. Vielleicht knüpfen die Litauer in Zukunft wieder an die erfolgreiche Idee der Genossenschaften und Raiffeisenvereine an. Es könnte ihnen den Weg in die Marktwirtschaft erleichtern. Auf unserem letzten Spaziergang durch das alte Memel bleiben wir an der Börsenbrücke stehen. Hinter uns das ehemalige Rathaus, auch als Consentius-Villa bekannt. Die beliebte Preußenkönigin Luise lebte hier vorübergehend nach der Flucht vor Napoleon. Über dem Eingang wieder das älteste Memeler Wappen. Vor 3 Jahren war es noch nicht da.
Die Alexanderstraße hieß während der Besatzungszeit Präsident Smetana Allee. Auf der rechten Seite der neugotische Backsteinbau der Post, der 1893 eingeweiht wurde. Ein Stückchen die Straße hoch, neben dem ehemaligen Turnplatz, steht noch die Auguste-Victoria-Schule, das erste Memeler Lyzeum. Heute ist hier eine Musikschule untergebracht. Wenden wir uns wieder der Altstadt zu. Diesmal überqueren wir die Börsenbrücke in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Am Ende auf der rechten Seite, kurz vor dem früheren Friedrichsmarkt, finden wir den Wochenmarkt von Klaipeda. Hier gibt es all das, was die staatlichen Geschäfte nicht zu bieten haben. Jede Menge Obst und Gemüse, Blumen und sogar Waldpilze. Auch auf diesem freien Markt weit und breit kein Fleisch, Fisch oder gar Wurst. Wovon leben die Menschen in Klaipeda? Es können doch nicht alle Vegetarier sein. Die Preise für Tomaten, Kartoffeln und Gurken sind gesalzen, obwohl jetzt die Ernte auf Hochtouren läuft. Familien mit durchschnittlichen Einkommen können hier kaum einkaufen. In Klaipeda leben nur noch rund 300 Deutsche. Von einer Minderheit kann man fast nicht sprechen angesichts der Einwohnerzahl von über 200.000. Aber es gibt eine andere Minderheit, die besonders seit der Wirtschaftsblockade misstrauisch beobachtet wird, die Russen. Die Litauer empfinden es schon als Provokation, wenn russische Schulkinder an Feiertagen Blumen am Lenin-Denkmal niederlegen. Sie wünschen Lenin samt Denkmal zum Teufel. Doch vorläufig wacht die Rote Armee über den Staatsgründer der Sowjetunion. Trotz Panzer, vielleicht erinnern sich die Litauer daran, dass es Lenin war, der die baltischen Länder nach dem Ersten Weltkrieg in die Unabhängigkeit entlassen hatte. Nicht durch das Schleifen von Denkmälern verändert sich eine Gesellschaft, vielmehr durch Umdenken im eigenen Bewusstsein. Thank you.